Hallo und herzlich willkommen zu Escape from the Chaotic City. Ja, jetzt stehen wir unten bei diesem bedauernswerten Mann, der aus dem Fenster gesprungen ist und sich erschossen hat. Ja, der wollte ganz sicher gehen. Und er hatte noch eine CD bei sich. Die haben wir jetzt im Inventar. Und die können wir uns ja später nochmal ansehen. Außerdem haben wir ein paar Zombies platt gemacht. Ziemlich gutes Ergebnis für einen Tag. Aber wir müssen ja trotzdem weiter. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal hier links. Also ich habe das schon ein bisschen vorgespielt. Was heißt ein bisschen? Ich habe mich ja dumm und dämlich gerannt. Aber das liegt einfach daran, wenn die Gesundheit eben abnimmt. Wir sind jetzt ja hier nur bei 60%, dann ist es natürlich, dann kommt man natürlich nicht mehr so richtig weiter. Dann besteht eben die Gefahr, dass man einfach wieder reloaden muss oder sonstiges. Und die Schrotflinte, da geht auch die Munition aus, also, und ich gehe schon wieder in die falsche Richtung. Ich will eigentlich hier hin. Warum, zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall hauen wir jetzt wieder ein paar Zombies um und sind schon bei 50%. Da speichern wir wieder und gehen ein bisschen vor. Denn wir brauchen hier, das ist, wie man unschwer erkennen kann, eine Autobatterie, die wir später noch brauchen. Ich glaube allerdings, wir müssen sie aufladen. Dummerweise steht das nicht dabei, aber nein. Aber ich weiß, dass das so ist. Und ich weiß, dass die Steuerung irgendwie hakelig ist. Ja. Hierhin? Ja. Tack. Mal nicht noch um. Na los! Oh. Oh. Ja. Jetzt am besten nochmal speichern. Und dir noch abknallen. Ja, es sind ja Zombies und sie kommen ja auf einen zu. Ich finde. Ja. Moment, nein, du sollst nicht dahin gehen. Wenn ich. Moment. Ich glaube, ich gehe lieber den Weg, den ich schon kenne. Das ist dann doch sicherer. Am Krankenhaus vorbei. Attack. Und weiter geht's. Ja. Es ist halt so schwierig bei dem ganzen Zeug. Ja. Ich meine, sie sind mehr nervig, als dass man Angst vor ihnen hat. Das ist das Problem. Zumindest, während sie auf einen zukommen, hat man noch die Gelegenheit, ein bisschen zu reden. Naja.
Ja, jetzt sind wir wieder bald an der, am Einkaufszentrum. Die Tür schnell aufmachen. Da drin sind erstaunlicherweise keine. Und dann müssen wir noch ein bisschen in die Richtung. Da geht es nämlich weiter, wie man sich denken kann. Also, ich meine, normalerweise ist es ja so, also jedenfalls bei mir ist es oft so, wenn ich nicht weiterkomme, liegt es schlicht und ergreifend nur daran, dass ich nicht gesehen habe, dass man irgendwo noch einen anderen Weg hat. Unser Eddie marschiert jetzt hier so schön rum. Rum-di-dum-dim. Und weiter und weiter und weiter. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Jedenfalls kann er diese Kabel von da unten nicht erreichen. Aber von hier oben müsste es ja irgendwie möglich sein. Also, mal sehen. Ja, die muss man, glaube ich, abschneiden. Die Heckenschere ist ja zum Glück noch da. Ja, okay. Dann schauen wir mal das Inventar an. Das hier mit dem hier kombinieren. Perfekt. Wir sind richtige kleine Technikfreaks. Und ich speichere hier nochmal. Ich weiß nicht, ob das geschickt ist, aber ich tue es einfach. Naja, und jetzt weiter. Denn soweit, ja, ich glaube, jetzt müssen wir runter in die Kanalisation. Das kann noch mal lustig werden. Ich persönlich glaube sowieso, dass es jedenfalls für mich besser ist, wenn ich Spiele spiele, die ich schon ein bisschen kenne, als solche, bei denen ich dauernd hängen bleibe und dann keine Lust mehr habe und dann Lust habe, mit dem Baseballschläger um mich zu schlagen, wenn ich denn einen hätte, weil es einfach nicht weitergeht. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen hier am Feuer vorbeigehen. Einfach mal. Jetzt haben wir noch 40 und wir müssen hier speichern, weil hier kommen wir mit unserem Brecheisen in die Kanalisation. Ja, da sind wir auch schon mit erhobenem Baseballschläger, aber einfach ganz normal gehen tut's auch. Ja. Und jetzt wird's wieder etwas knifflig. Weil jetzt müssen wir einen Weg finden. Hier kommen wir nicht weiter. Ich schau mal kurz ins Inventar. Sicherungen habe ich, sehr gut. Wenn man die nicht hat, ist man nämlich auch ganz schön
ist man nämlich auch, ja, kommt man eben nicht weiter, ne? Ja, und jetzt? Na, also hier ist eine Tür. Die könnte man öffnen, aber die U-Bahn ist zu dunkel und ich müsste einen Weg finden, um Licht zu machen. Ja, ich kann nicht sehen, ich muss Licht machen. Okidoki, dann. Ich meine den Sicherungskasten und jetzt sind wir schon am Sicherungskasten. Da gehen wir hin. Ja, ein Hebel ist da. Und eine Werbung, die Sicherungsbox von der Burst Station. Und ich habe die letzte Sicherung reingetan. Ich glaube, jetzt ist Licht in der Untergrundbahn. Gut, alles klar. Jetzt kommen wir auch wieder ganz gut raus. Und machen mal hier die Tür auf. Und Attack. Und hier. Und dann speichern wir hier nochmal. Und hier wird auch noch erledigt. Und wir können nirgendwo sehen, ob wir genug Munition haben. Das ist etwas misslich. Naja, wir gehen jetzt jedenfalls zum Zug. Und ja, also der liebt den, das. Da hat er mit ist er mit seiner Großmutter gefahren. Und hey, was ist los? Wer hat das Licht ausgemacht? Ich bewaffne mich sicherheitshalber schon mal. Dann, dann. So, das war's. Also ich glaube, mehr als vier waren es nicht. Speichern. Und weitergehen. Ja, und es wird immer wieder dunkel, aber wir machen hier die Tür auf. Ja, da ist keine Energie hier. Wir brauchen eine neue Batterie. Haben wir in weiser Voraussicht schon dabei. Also vergesst nie, wenn ihr Zug fahrt, Batterien mitzunehmen. Mit denen ihr da nicht umgehen könnt. Ja. Irgendwas fehlt hier. Ja, was denn jetzt noch? Mayday, Mayday! Ja, das hilft nicht. Ja, das sind sehr viele Knöpfe. Ein Drücken? Hier? Ja, wäre doch vielleicht nicht schlecht, wenn jemand mich bezahlt, dann würde ich sagen, das ist einfach nur ein Witz. Ja, Adventure Games Studio, da wird es gesponsert. Ja, irgendwas fehlt da. Ja, was fehlt denn da jetzt schon wieder? Mann, 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 immer hast du was zu nörgeln. Benzin kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Ja, ich drücke hier noch ein bisschen herum und überlege, was da wohl sein könnte. Also, das ist ja eben das Mikrofon. Ja. Ja, da fehlt was, ja. Ein paar mehr Hinweise wären hilfreicher. Und viele Knöpfe. Oder muss ich auf Pick gehen?
Ja. Da passiert aber nichts und irgendwas fehlt da, wie er ja schon gesagt hat. Ah, was könnte da fehlen? Ich haue einfach alles zu Klump. Nein. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Ja. Ja, naja. Das sind halt solche Spiele, die geben einem keine Ingame-Hinweise, sondern da muss man entweder woanders hingucken, also in Walkthrough gucken oder, naja. Aber jetzt geht's los. Und wir sind woanders. Und ich glaube, damit verabschiede ich mich dann auch. Weil jetzt haben wir doch schon einiges geschafft. Ich weiß zwar nicht genau, wo wir sind, aber ich denke, das werde ich im nächsten Teil herausfinden. Also dann, tschüss!